Ich weiß halt nicht, ob wir es. Wow! Bin im Wasser. Ich brauche mal Stoff. Kein Stoff mehr da. Ja, tot und im Wasser. Komm, versuch komm. Wie hast du das jetzt gemacht, Dex? Nix, ich hab's einfach nur in meiner Tasche und gehe an soll. Die Werkbank. Weiter? An der Werkbank, dann siehst du zwei Rüstungen. Hier davon... sind zwei vor allem. Hier sind zwei jetzt. Aber, ja gut, dann lauf, lauf. Stoffrüstung, also Stoffkleidung haben wir doch eigentlich. Ja, aber die andere ist grün. Oh. Das ist ein Ei. Ein feuriges. Akuma, kommst du mal zu mir? Kann ich tun. Da, wo das Dungeon war, wo wir gerade eben gewesen sind. Dungeon, also oben bei dem... Die kommen. Ja, ja, genau. Aber ganz schnell. Hier sind nämlich, hier gibt es ganz viele Dire Wolves. Dire. Oh nein! Schwimm. Das. Oh nein. Nein, lass mich frei. Wenn du Wölfe fangen möchtest, ich weiß nicht. Wenn du kein Interesse hast, ja, gerne. Dann holen wir uns zwei. Wir mögen das Wasser nicht. Kannst du mich hier unten vielleicht retten? Ich weiß nicht, ob es geht im Wasser. Ja. Geht, geht. Aber wieder der Boss, ne? Scheiße. Ich bin jetzt bei dem Dungeon. Ach, da bist du ja. Guck mal, ob man denn hier irgendwo spawnt. Du hast schon welche. Ah, stimmt, du hast den Wolf ja eben bekommen. Ja, aber ich nehme auch gerne mehr. Da direkt vor das Schwein steht, da kann man. Ach doch, die schlafen gerade. Die sind aber ziemlich aggressiv. Und Level 10, 11. Wow, das war dumm. Ja, ich hab Stoff. Unsere Sachen, nein. Ich brauche nochmal dreimal. Einmal Stoff und ein antikes Bauteil. Dann kann ich diese hellblauen Klamotten. Hab ich in meiner Dings zu Hause. Mach mal kurz, ich sehe hier nichts. Oh, wo sind wir für hin? Ich weiß es nicht, ich wollte gerade gucken. Oh, die waren gerade alle hier, alle drei. Ja, ich hab's noch gesehen. Ja, das ist genau das, was ich meine. Einmal guckst du weg kurz und dann ist vorbei. Dann fange ich mit denen hier. Ja. An diesem See wieder. Ja, ich bin gerade dummerweise an eine Base gespawnt und ich habe. Hast du das gespawnt? Ja, ich auch. Das ist nicht meins. Nein. Ich bin jetzt an der Base wieder. Gott, fang es. Ich? Ja, ja, du wolltest es doch haben, oder nicht? Hochgelaufen mit dem Telefon, du nicht? Ich ja, ja. Alter. Aua. Ich bin im Herbstwald halt spawnt. Ja, ist drin. Okay, bei mir schon keine Prozentzahl, einfach nur. Wo bist du eigentlich? Ach, da! Ich glaub, du drehst dich immer, wenn ich mich drehe, mit mir. Guck mal, jetzt können wir was sehen. Ja, genau, den wollte ich gerade eben auch rauswerfen. Das Blöde ist aber, der greift an. Hier ist eine Kiste? Nee, das ist keine Kiste. Aber. Mist, das regt mich gerade so ein bisschen auf. Wieder haben. Mhm. Hier oben dann ist ein Depressor. Ein willst du ein Depressor haben? Bye, da drüben ist ein Teleporter. Ja, aber da komme ich nicht hin, oder? Oh, das ist eine ganze Base. Hä, ist eine Stadt? Oh wei, ja. Achtung. So, ich konnte mich irgendwas läuft rein. Da bei dir da unten mit. Wir wollten vor allem zu dem Teleporter. Ja. Cool. Hallo. What the heck? Reines Dorf. Alter, dieses Wasser plätschert. Da ist ja sogar dieser blöde Teleporter, ey. Ist das böse? Ja, genau daneben gespawnt. Nee. Wir ja erstmal das hier holen. Wir hätten da irgendwie noch hinlaufen sollen. Ja. Dex, hol dir mal hier das Luftmonk-Statuen-Ding. Ich hab dich mit in den Tod gerissen. Was soll ich holen? Nee, ich war auch ziemlich gierig. Da unten in der Ecke. Das hätte ich nicht mitgemacht. Grüne. Aber die sehen schon geil aus. Die sehen mega geil aus, die so Gremlins. Groß. Ah, das hab ich nicht gesehen. Gut versteckt. Wie kommst du denn da hoch, verdammte Hacke? Das ist übrigens ein Dorf, das spawnt nur so, ne? Das kommt, dann geht da wieder weg. Oh. Ich denke mal nicht, dass das da ist. Ja. Ich hätte mein Dings hier kämpfen lassen sollen, mein Vogel. Hier ist der ein Spawnpoint. Der hat bestimmt platt gemacht mit seiner Explosion. Ach so, ja. Hätte passieren können, ja, aber egal. Akuma? Ja? Guck dir den mal an hier. Das ist ein Elite. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Level 30. Die Rüstung ist unglaublich hässlich und die das erinnert mich an die SWAT-Rüstung. Ja, ist schrecklich. Kann man hier hoch oder kann man die Sachen nicht nutzen? Oh, man kann hier hoch. Man kann die Sachen sogar nutzen. Das erinnert mich so ein bisschen an Fallout gerade hier. Guck mal, hier ist wieder dieser komische Ente-Dex. Hast du die eigentlich schon mal gesehen? Ja, hab ich schon gefangen. Oder wenn du da lang laufst, wo ich lang laufe, da ist auch ein Teleporter. Okay. Und so eine richtig coole Brücke. Ja, ich lauf da lang, wo du auch lang läufst. Glaube ich.
Oh, hier liegt der TM. Nee, das ist Sphäre. Oh, da hinten ist wieder so ein grünes Ding. Oh, hier sind wieder ganz viele Motten. No. Aber wenn wir auf Rückweg hier langlaufen, dann können wir hier hingehen. Hier holen. Da ist wieder was Grünes davon. Ne, die sind die. I'm running schon dahin. Zinnermoss, also wie Zimt. Zimtmotte. So, da hinten ist der Teleporter. Guck mal, bei Tag sieht das hier gar nicht mehr so gruselig aus. Stimmt. Wie sieht eure Brücke aus? Bitte? Wie sieht eure Brücke aus? Stein? Holz? Zivilisiert. Ist aus Stein. Oder wenn du möchtest, können wir mal diesen Gelbclaw gleich versuchen hier zu fangen. Oh Gott, er hat mich gesehen. Oh Gott, er hat mich gesehen. Willst du hier so eine Ziege haben? Was jetzt? Ziegenbusch? Den Vogel hier. Ein Vogel? Der mich angreift. Ja, Vogel bin ich immer dabei. Hier war ich eben schon mal. Ich wollte aber nicht über die Brücke gehen, weil ich wollte nicht da hinten alles triggern vorher, bevor wir das zusammen machen. Ah ja, die beiden da oben, okay. Frag mich, wo die beiden sind. Guck doch auf die Karte, die sind auf der anderen Seite da über die Brücke. Nee, ich seh die nicht. Ich seh die nicht. Achso, guck mal bei mir im Stream, dann siehst du, wo sie sind. Da oben. Wir versuchen gerade unsere Sachen wieder zu bekommen. Ich gehe mal wieder ein Ei finden. Ja, habe ich gerade eigentlich auch mal gedacht, als ich die ganze Zeit unterwegs war. Gehen wir doch mal. Ich gehe wieder zum Turm diesmal. Ich will mal den Boss einfach mal versuchen. Ja, mach ich. Brauchst du dein Schwein bei? Reite doch. Ja, ich war doch mit dir zusammen. Achso. Ah ja, Paul, du bist da unten. Okay. Ja, ich kämpfe schon für dich. Ich muss immer überlegen, welche Taste ich drücken muss, um die wechseln zu. Da ist ein riesengroß fettes Ei. Wo? Ganz großes, lila rot. Oh, willst haben. Ich lauf da gerade hin. Wie viel Ausdauer hat dein Wolf? Mein Schwein hat ja null Ausdauer. Ich renne nicht. Ich laufe nur ganz normal. Achso. Nur dein Vogel hier? Das ist so verlangsamt, das Schwein trotzdem. Ja. Bleib mal stehen, ich will mal ein ganzes gucken, ob dein Wolf von sich schneller ist oder ob das irgendwie alle gleich ein sind. Robin Quill, okay. Und der attackiert mich, obwohl ich nichts gemacht habe. Let's go. Auch interessant. Ja. Das guck mal, tschüss. Rennst du oder läufst du ganz normal? Ganz normal. Ich hab hier deinen Vogel fast tot. Jetzt komm. Ja, ich komme. Was kann man denn im Dorf denn machen? Ich hätte gerade bloß von so einem Robin Quill angeschossen. Aber der Elite-Dings hat genau das gleiche Symbol wie dieses meine Sachen noch holen. Dieses eine komische Vieh, was wir zu Anfang da besiegt haben, bevor wir diesen anderen Boss gemacht haben. Aber Level 30 ist zu viel. Beide mich, Paul. Hast du schon mal eine Höhle erkundet? Okay. Ich habe gehört, dass die Höhlen voller seltenen Pauls sein sollen. Außerdem gibt es Pauls, die dort alle möglichen Schätze zusammentragen und horten. Ja. Okay, also einfach mal zur Erklärung, wir sollen mal einen Dungeon besuchen. Ja. Geh in den Dungeon, los. Ich gehe jetzt mal zum Turm. Wo war der Turm denn überhaupt? Da hinten ist er. Du kannst dich auch teleportieren nach Hause, wenn du hier zu der Statue gehst. Stimmt. Kostet das was? Springen, hüpf, mach. Einfach hin und F drücken, dann kannst du dich hin teleportieren. Ohne Kosten, ja? Ohne Kosten, einfach nur so. Ja. 9%. Ja, du fängst das Scheiß wie jetzt, ey. Ah, jetzt 100. Danke. Mein Gott. Und ich kann nicht so schnell klettern. Cool, man kann direkt auch in die Base bauen. Okay. Aber ich habe ein düsteres Jumbo-Ei, Paul. Ich habe auch ein düsteres. Können wir gleich mal ausdrücken gehen. Aber jetzt lass uns erstmal abbauen, bevor wir uns zu viel entdecken hier. Ja. Nee, so viel haben wir nicht. Aber endlich hast du mal einen Vogel. Oh, da hinten ist noch eine Tasche. Da hinten sind Vögel, die mit 1 FPS fliegen. Interessant. Okay, warte, sieht aber auch geil aus hier. Siehst du das da drüben noch?
Das war auch da. Ach, das war gleich auf das. Das ist auch so ein. Ja. Das sah am Sitzen ganz, ganz anders aus. Da hast du recht. So, jetzt zurück. Genug. Aber sieht geil aus hier, oder? Ja. Da oben ist ein Boss. Patalila Lilili Boss. Petersilie, ja, ja. Petersilien-Boss. Ich hab deinen Bauplan noch in der Tasche. Sind wir ja da. Den kannst du behalten, ja. Ich hab den gleichen, ja. Denke ich mal, dass das der gleiche war. Ich bin mir nicht so sicher gewesen, ja, aber. Sah so aus, als wäre er nicht gesteckt. Genau, wenn er einen stackt, dann denke ich mal, ist das der gleiche. So, Feuer und düsteres Ei wurde ausgebrütet. Guck mal, Dodo. Das ist die Brücke von Hogwarts. Der habe ich auch gerade gedacht am eben. Ja! Oh mein Gott. Guck mal, Shaman in Elektro. Ja, Elektro-Shaman. Oh mein Gott. Wie ist das denn? Einfach so pack cute. Guck mal, wie er läuft. Ja. Okay, alle Brutdinger besetzen, dann gerne kauf dich. Ach, düsteres Ei, sehr angenehm. Soll ich dir noch eins machen? Haben wir drei. Drei ist immer eine gute Zahl. Ja, drei ist eigentlich immer gut. Mir fehlt Stoff. Kann ich bauen. Hast du die Quest denn? Stoff habe ich denn. Stoff müsste ich haben eigentlich. Kauf du einfach ein bisschen. Hast du die Quest denn schon jetzt oben weg, Akuma? Nee. Da steht ja nicht, dass du ihn besiegen musst. Du, ach doch, besiege, doch, doch, besiege, besiege. Doch, doch, besiege. Ich habe es übersprungen, das besiege. Bei mir steht noch, fange 5 Longballs und 30 Pals. Und so, Stoff liegt im Dingsbumsen. Ich habe eine Gigasphäre, was ist denn das? Ist die noch besser? Ultraball wahrscheinlich. Die ist so golden. Mach jetzt mal eine Stoffkleidung, die ich jetzt von dem Bauplan bekomme. Das habe ich mir ja gerade eben gefarmt. Ja. Mal gucken, das ist eine grüne. Oh, warum geht der weg? Nein, geht doch nicht weg, komm doch hier. Ah, du musst das essen. Okay, dann komm wieder zurück, bitte. Dauert ja Ewigkeiten hier. Frau, kommst du mit helfen? Ja. Alter, Dressella kommt schon. Ich hab nur gerade einmal eben hier in Steine und Holz geerntet und in die Kisten getan. Boah, das ist Ewigkeiten. Endlich. Oh. Ah, ist schon. Okay. Jo. So, was ist, kann die besser? Kälteresistenz Stufe 1. Was kann die, was ich jetzt habe? Wie kriege ich da auch so eine Katze raus? Wieso ist die besser? Du kannst auch meine Katze haben. Haltbarkeit 200. Ah, die sind besser. Die hat 50 mehr Leben. Also mehr Rüstung. Okay. Was haben wir vor? Ja. Pfeile craften. Ich habe keine mehr. Ja, ich habe auch welche angestellt. Okay. Welche Tierchen die Wolle machen? Ja. Die Wollschafe? Ja, aber die gerade dabei sind halt Wolle zu machen. Achso, nee. Haben wir nicht. Wir haben ja Tiere, die sammeln. Wollen wir mal die Hühner rausnehmen? Ein Huhn rausnehmen und dann dafür. Dex, dann kannst du dein Super-Woll-Ding mal reintun. Ja.
Frodo, nimmst du deinen Vogel da mal raus? Vogel? Ja. Weil ich glaube nicht, dass wir den brauchen. Achso. Ich weiß auch nicht, was der überhaupt macht. Du wolltest ja noch die Katze haben. Die Maulküste. Ich nehme den Hirsch mal ganz kurz raus, ja, oder so? Ja, kurz. Nimm das dann hier, nimm das Kätzchen. Danke. Und der Hirsch. Macht das denn macht das auch? Passivfähigkeit verfressen. Mann, ich habe schon wieder eine Sphäre geworfen. Ist das eine Eis? Ja. Ja, ist es. Was hatten ihr Schönes gefangen drüben in der Anderswelt? Ich würde sagen, eher wir wurden gefangen. Ihr habt doch gerade eben was mitgebracht, oder nicht? Nee, die sind haben Eier mitgebracht. Aber da waren ganz viele Viecher. Ja, aber neue die waren Viecher. Alle Level 20 plus. Aber coole Viecher. Alter, dieses Debris-Vieh, können wir das auch tauschen? Ja, bitte, es nervt. Na, was macht denn der? Ein Vieh haben wir Tatsache mitgebracht. Das ist von mir. Das Debris-Vieh. Ach, aber der macht Bergbau. Da. Ja. Wir haben aber wir können das Schwein nehmen. Aber das Debris-Vieh macht mehr. Das macht besser. Was mir drin? Schau mal. Wo siehst du es? Wenn du drauf hast. Der hat mehr, der kann mehr als das Schwein insgesamt. Wo siehst du das? Ja, auf das Tier drauf hat was, dann siehst das du rechts. Sammeln und. Rechts diese Bilder. Ja. Die sind dann bunt. So, und du siehst ja das Debris-Viech, das kann sammeln, Bergbau und lagern. Ja. Und wenn du auf das Schwein hast. Der macht nur das Bergbau, genau. Genau. Also ist das Debris-Vieh besser, weil das insgesamt mehr kann. Ach so, aber nur deswegen. Genau. Ich dachte, weil der hat vielleicht ein bisschen bessere Eigenschaften oder sowas. Viech raus, Dex. Bitte? Was soll ich rausnehmen? Nimm mal dein Debris-Vieh kurz raus. Dann werden nicht der denn besser hier? Den haben wir eben geholt. Das meine ich doch. Habt ihr was rausgefunden? Ja, nein, haben wir nicht. Ja, Dex hat das Debris-Vieh noch nicht weggenommen. Ich mach's. Der hier nicht besser? Oh ja, der ist super. Ach, das kann meine auch. Cool. Ja, der ist besser. Und schöner. Und jetzt nervt es auch nicht mehr. Habt ihr mal gesehen, wie die übrigens ihre Wolle abwerfen? Das sieht voll schmerzhaft aus. Schütteln sich so. Ja. Aber das Vieh von Dexter, also das Riesen-Eboli, das lässt Wolle fallen. Das ist eine wahre Freude. Lässt vor allem immer zwei gleich fallen. Nice, sehr gut. Dann lässt Dodo sein Vieh wahrscheinlich, wenn er mal guckt, was es macht, was es robbt. Ja, ich... Ach Mann, ey. Irgendwie ist dieses Vieh, mit was Dexter gerade rumläuft, so eine Mischung aus so einer Art, weiß ich nicht, Bisasam, Polypurba? Weiß ich nicht, du. Das heiße Hitzeeis in 2 Minuten fertig. Ja. Es muss doch irgendwo bestimmt irgendwelche Händler geben, oder? Wenn man ganzes Gold irgendwo sammelt für irgendwelche Sachen. Du meinte doch vorhin zu Anfang, als ich auch gefragt hatte, dass es irgendwo Leute so gibt. Guck mal, Abmann, an was erinnert dich das? Was denn? Ein bisschen an ein Digimon. Stimmt. Muss ich sagen. Ich finde, das ist ein fliegendes Wildern. Ja, auch. Aber ein bisschen sieht es auch aus wie dieses Kerubimon. In klein. Wenn wir mal ein bisschen mehr Wolle haben, ich würde mir gerne auch mal einen Gleiter machen. Mhm. Aber ich habe nie Wolle. Du musst einfach jetzt nur zu den Stellen gehen und da dein Wolfi abfahren. So, Paul, ja, gerade eben habe ich das alles selber sammeln müssen. Deswegen hat es also Ewigkeiten gedauert.
kannst ihn, glaube ich, in den Zaun reinmachen. Den Vogel? Nein, deine Katze. Oder welches? Die Katze. Haben wir eigentlich irgendwann mal größere Truhen? Guck mal. Holztor. Müllbox. Nee, Zaun leider nicht, sondern Blätter. Da zwei. Wir haben antikes Aufbewahrungsset. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt. Auf Level 14. Nee, das sind Skins. Oh nee, doch, zur Aufbewahrung von Gegenständen. Aufsichtskanzlei. Nee. Ach, ich habe einen Fuchs ausgebrütet. Oh, noch ein Level, dann kann ich mein Hast du aus dem Fuchs Fisch ausgebrütet? Das ist ein Feuerfuchs da. Oh. Ist da vielleicht besser? Hat jemand irgendwo einen Stoff rumfliegen? Guck mal, in den Stoff. Oh, ich hab. Ich hab Gott. Ich meine, ich hätte nämlich noch irgendwas solches gehabt. Gute Nacht, Pumu. Ist schlechter als mein Fuchs. Gute Nacht. Pumu, gute Nacht. Also ich bin jetzt mal ganz kurz bei den Viechern gewesen und habe jetzt 13 Wolle eingesammelt. Cool. Nice. Ja, und ich bin wegen 2 Wolle über die Welt gereist. Mann, ich habe nur noch Schokolade bei meiner Pickup-Box hier. Ach, guck mal, willst du auch einen Gleiter? Ja, gern. Also die Baugeschwindigkeit. Wow. Junge. Also die Rüstung hat bestimmt gerade 3 oder 4 Minuten gedauert, die Stoffrüstung. Und die ist nur 50 Rüstung mehr. Habe ich alle 3 jetzt genommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast, ne? Ich habe keinen Gleiter. Ich weiß nicht, wo der Gleiter... Ich glaube, ich habe ihn gekriegt, ja. Ah, ne, da kommt auch einer. Ja, ach, ja. Ich dachte, die machen automatisch 2 hintereinander. Da kommt er, yeah! Der ist so cool. Alter. Der ist super, der ist echt... Kam jetzt aber auch noch nicht wieder so ein neues Vieh, ne? Nee, leider nicht. Und der ist echt super. Ich finde dieses Hoodie aussehen cool von dem. Hm. Ach, den Gleiter hat er automatisch ausgewählt. Ja, das ist gut. Endlich mal ein Spiel, was das alles alleine macht. Ah, guck mal. Ja, hier. Oh, warte mal, ist das nur ein Skin? Oh, was? Ein Wandregal. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, Tiger Eye. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn Käsekuchen riechst und kannst es nicht essen, darfst es nicht essen. Ich hasse das. Das war gerade eben auch, als ich den Donut hier liegen hatte, in 4 Stücke geschnitten. Und ich wollte ihn doch so lecker essen. Ich wollte ihn so gerne. Voll gerne. Oh, da sind nur 2 Sachen. 2 Plätze. Okay, never mind. Ist nur Skin. Minuten und 19 Minuten. Die Eier. Jetzt habe ich voll Hunger auf Kuchen. In den Käsekuchen? Ja. Diskussion da? Ja. Apropos Kuchen. Ich bin mal kurz weg. Oh, wow. Ich esse ein paar Nerds. Oh. Wow.
Zuckerbombe. Wenn du als Ark-Spieler hier ankommst und läufst die ganze Zeit mit Übergewicht rum, weil du nichts mehr tragen kannst und du hast ein Schwein, ein Hirsch und alles mögliche in der Tasche und kannst es nicht ins Tier legen. Wusa. Es hat schöne Augen, das Schwein. Schöne blaue Augen. Das zählt nicht, Teigei. Ich würde das auch gerade irgendwas irgendwie essen. Weigere ich mich, das Schlachterbeilenmesser zu lernen. Ich habe mir gar nicht vorstellen. Auch diese Tatsache, ja, da wo vorher Streicheln war, steht dort Schlachten. Ja, massiert mir den Rücken voll, das nette Pokémon. Palmon, Pal. Wieso? Wow. Ich crafte gerade 156 Pfeile. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Meinst du? Okay, schade. Ein heißes Ei. Ich habe ein Ei gefunden. Hast du gefunden, ja? Ja. Schön. Bin ja da. Bibi. Danke. Weg? Ach ja, du hast ja Kuchen geholt. Minuten dein Ei, oder? Oh. Ich glaube, deins, ne? Boss gefunden. Oh. Level 23, das King Packer. Das kann ja nur ein gutes Level sein. 20. Achso, weil... Oh, wow, ich habe gerade einen Moment gebraucht. Ja, also das Bausystem ist meh. Ich hätte gerne auf dem Kompass oben die Namen von den Spielern, nicht nur von den Bossen oder was alles da sein soll. Ich will ja euch finden sofort auf Anhieb und nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen und suchen und gucken und um auf der Karte rum. Das muss schneller gehen. Jetzt gehe ich aber auch mal zum Boss. Ich will den Boss jetzt auch mal sehen. Ja. Mach das. Viel Erfolg. Das Gute ist, achso, wir können Pau und Dodo den auch sehen. Ja. Zumindest wenn wir im Stream machen. Ich weiß nicht, das sind meine stärksten Pokémon. Palmon, Pals, Pelz, Pumps. Nimm doch mein Vogel mit. Nee. Nein. Mein Bombenvogel. Bombenvogel? Achso, den Bombenvogel, den Bombendodo meinst du? Mhm, genau den. Oh, ich habe auch ein Ei gefunden hier. Das ist ein... Verlassene Mine. Oh, es hat zwar geglänzt, es ist zwar ein Ei, aber es war doch kein richtiges Ei. Hä, was war denn das für ein bescheuertes Ei? Ei, normales. Ei. Ja, es hat aber geglänzt, so vom Weiten. Das sah eigentlich ganz toll aus. Ah, das Dungeon ist wieder da, Leute. Dungeon Boss Level 13. Höhle des sanften. Die richtige Händler. Höhle des sanften Hügel. Dodo? Meinst du so einen zwielichtigen Händler, mit dem du kaufen kannst? Ich weiß nicht, wie der hieß. Bitte tun wir nicht. Wollen wir das Dungeon machen? Oder soll ich jetzt zum Boss? Habt ihr andere Sachen zu tun? Ich mach grad Hausbau.
Boss kann jederzeit unterbrochen werden. Ich gehe mal ganz kurz zum Boss. Okay. Bin mal gespannt. Ich habe Angst. Das Einzige, was ich ja verlieren kann. Oh. Was kann man da kaufen, Akuma? Also man kann ja... Gute Zwischensequenz, das gefällt mir mal richtig gut. Ach man, ich wollte. Na dann, Dexi. Ja, ich bin noch mit den Tasten am. Leck und jetzt bin ich gerade verblitzt. Ich habe meinen Bogen noch nicht mal ausgepackt. Er muss das am Anfang abladen. Oh, es leckt aber. Es ist aber unangenehm, ne? Geht nach einer kurzen Zeit weg. Also ist bei mir weggegangen. Der Hirsch ist aber super. Der tankt die ganz cool weg. Du wusstest ja nun schon ein bisschen. Nee, ich hab einfach den Hirsch, weil da ist einfach ein Level 11er ist. Ich hab keine anderen höheren. Den hab ich die ganze Zeit in der Tasche. Den hatte ich aber eben auch schon gewählt gehabt. Und ich... Oh, er hat mich getroffen. Hälfte weg, im Leben weg. Nom, nom, nom. Schaut auf weg. Ich hab ein bisschen Angst, weil der hat mir gerade mit einem Schuss Oh Mann, es leckt auch. Ey, Mann, dieses Mal kriegst du auch gleich noch. Du kannst ihn wunderbar an den Säulen festhängen lassen. Ja. Problem ist aber, wenn du die falschen Monster bei hast, kommst du nicht zum Angreifen auf, wenn du nicht genug Pfeile bei hast. Unterhälfte habe ich den jetzt schon. Ach Mann! Das ist ein bisschen laggy. Immer wenn es laggt, dann kannst du nicht angreifen und kannst nichts tun. Yes! Oh, Herzinfarkt, ey! Herzinfarkt!
Weil mein Bogen hat nämlich gerade irgendwo mal Klick gemacht und dann stand da die Rüstung kaputt oder sowas. Ich bin oben auf dem Turm drauf. Ah. Schnellreise festgefahren. Ein Technologiepunkt erhalten. Ich war gerade total konzentriert, weil der plötzlich dann. Erstmal haut er die ganze Zeit auf den Hirsch drauf und nichts passiert. Und ich denke so, okay, der Hirsch macht das easy weg. Und auf einmal plötzlich One-Shot. Fällt der einfach um. Ja, toll. Aber hat er auch einen Dreierschussbogen gehabt? Nein. Nicht, okay. Hat er einen Dreierschussbogen? Ich glaube, der macht schon richtig fett. Also der macht immer eine 3x30. Also so, 90 Schaden ist schon mehr als dann ein Mann-Schuss. Wo waren die Base jetzt von uns?